Hallo, und da bin ich wieder zum nächsten versprochenen Part. Wir machen jetzt eine Agenturmission. Ich suche Ken Pang. Sloth Demon hat gesagt, sie wüssten, wo er ist. Ken Pang. Ja, den kenne ich, aber dich kenne ich nicht. Ah, ja, Ken Pang. Jetzt fällt's mir wieder ein. Er hat wegen seiner Spielschulden ziemlich große Probleme. Ich hab gehört, die wollen ihn wohl umlegen. Ich würd's mal in der alten Lagerhaus-Spielhölle in der Wüste versuchen. Wenn du dich beeilst, lebt er vielleicht noch. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Beim aktuellen Kurs eures Panautalers wäre es teurer gewesen, dich zu erschießen. Höchstwahrscheinlich, ja. Hör zu, Scorpio. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Wir müssen Ken Pang am Leben halten. Betrachte es als geschäftlichen Bonus. Es ist noch zu früh. Wenn der Türsteher der Opiumhöhle recht hat, bringen Sie Pang bald in den Hof, um ihn zu ermorden. Bereite alles vor, indem du die Wachen tötest. Und lock dann die zockenden Gangster nach draußen. Alle Einheiten bei Sichtkontakt feuern! Ui. Ui. Was machen die denn da auf immer? Komm her. Ja! Gut. Okay. Shit. Ich wollte nämlich gerade mit anderen machen. Die kommt wie gerufen. Man kann mir denken, dass der andere auch hier gleich in der Nähe ist. Lass mich mal hier an dem Boot, das ist ja wieder. Ah, das war ja die blöde Mission, die ich ohne so gemacht habe. Wo bist du? Da oben ist er, oder? Wären wir hier keine Freunde. Ganz ehrlich. Sie müssen jetzt nur ein wenig beruhigt werden.
Schnapp dir das Walkie-Talkie und lock sie nach draußen. Walkie-Talkie. Oh, ach, da drüben. Ich habe Schüsse gehört. Können wir mit der Hinrichtung weitermachen? Es gab nur ein kleines Problem. Aber alles ist bestens. Gut. Ich kann's kaum erwarten, diesen Wurm einzugraben. Nein. Wir kommen jetzt raus. Nicht. Bitte. Ich zahle alles zurück. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du unser Geld verschleudert hast. Nein, bitte. Ich bring das wieder in Ordnung. Bitte tun Sie das nicht. Schalte als erstes den Henker aus. Ja, genau. Jetzt trennen sich unsere Wege, alter Freund. Sie fahren für ihre Sünden zur Hölle. Schalte als erstes so langsam wird's ätzend. Jetzt trennen sich unsere Wege, alter Freund. Sie fahren für ihre Sünden zur Hölle. Und... Bitte, Mister, bringen Sie mich, kommen Sie schon. Die werden mich töten. Bitte, Mister, Hilfe! Verschwinden wir von hier, bitte! So weit vor. Ich möchte nicht nochmal scheitern. Das ist ätzend. Danke. Danke. Bitte. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich bin nicht wegen dir hier, du Wurm. Ich suche nach dem weißen Tiger. Okay, okay. Ich bringe Sie zu ihm. Schnappen Sie sich ein Motorrad und folgen Sie mir. Oh, Mofa fahren. Bleiben Sie dran! Der weiße Tiger wartet nicht gern! Dann fahr mal vor. Wieder so oft gescheitert. So wie, das habe ich auch beim Einfachmodus, ist mir das auch passiert. Also, das hat eigentlich nichts mit der Schwierigkeitsgradstufe zu tun, sondern einfach nur mit dem Wissen können. Ein Hinterhalt! Verdammt, noch mehr von denen! Wir sind erledigt! Ach was! Erstmal beruhigen. Genau. Und hier jetzt. Boah, ich dachte schon, das war's. Los, gehen wir zu dem Versteck. Ja. Da muss ich ja wieder auf meinen Hofer hier, wa? Der weiße Tiger ist Amerikaner, wissen Sie? Aber er ist ein guter Mann. Jedes Mal, wenn ich alles verspielt hatte, hat er mir geholfen, damit ich ihn weiter mit Infos versorgen konnte. Ha, ja. Dafür bin ich dankbar. Ich hoffe, Sie tun ihm nichts, wenn Sie ihn treffen.
Ich wünschte nur, ich hätte ihn nicht so enttäuscht. Ja, hättest du vorher überlegen sollen, bevor du sein Geld verprasst hast. Sein Geld, nicht dein Geld. Statt ein weiter Weg durch die Wüste. Ahne Böses, was da auf mich zukommt. Soldaten, Ihnen ist klar, dass ich gesucht werde, oder? Du gehst nirgends hin, bis du mich zum Weißen Tiger gebracht hast. Wenn die Soldaten Sie nicht getötet haben, sind Sie abgehauen. Vielleicht finden Sie eine Spur. Diese Leute lassen immer irgendwas zurück. Über Militärfunk rein. Sie haben einen Datenspeicher geortet, den der Weiße Tiger für dich hinterlassen haben könnte. Du solltest ihn dir holen, bevor er ihn lesen kann. Pass gut auf dich auf. Ich hoffe, es ist endlich mal was Nützliches. Colonel. Jetzt will ich ihn!
aber nichts. Haben wir, aber hier war ja noch irgendwas in der Nähe. Genau, die eine Kiste. Die eine Kiste war hier noch. Jetzt können wir uns die holen. Oh, ein toter Briefkasten. Ja, toll. Agenturstandard. Ja. Schräg. Ich schieb sie mal rein. Hast du den toten Briefkasten endlich gefunden? Das Ortungssystem deines PDAs führt dich zum neuen Versteck. Ich habe einen Sender auf deine Frequenz eingestellt, Hombre. Also schwing deinen Arsch hierher, dann erzähl ich dir alles. Over and out! Sieht aus, als wäre alles klar. Ich folge dem Signal und finde Sheldon. Ja. Das war schon soweit, ja. Ein Helikopter. Das ist dann wohl meiner. Bist du dir sicher? Muss wohl, wa? Wir haben ihn vertrieben! Das ist meiner. Okay. Gedacht. Ich wäre auch hingejumpt, so ist es ja noch nicht. Aber wenn es halt so einfach ist, dass man Hubschrauber kapert, der gerade kommt, ja. Die Sonne steht tief. Was gibt's denn hier? Achtung. Der Tempel. Okay. Ich hab eine Methode. Ein Armee-Hubschrauber müsste in Kürze eintreffen. Oh. Ja, ich lande einfach mal hier.
Wie soll es auch anders sein? Ach, Mann. Schön, dass du vorbeischaust, Kumpel. Sheldon? Mann, wo sind nur meine Manieren? Ein paar meiner Jungs übertreiben es ein bisschen mit der Lyncherei. Au! Nachdem wir das jetzt geklärt hätten, ist dir klar, dass ich dich beinahe getötet hätte. Aber nur beinahe. Schau mal, wie der brutzelt, Rico. Wie das Fett raustrieft. Ja. Ich hab ihn genau da, wo ich es will. Genau wie dich damals. Worauf willst du hinaus? Auf Sloth Demon, Kleiner. Komm schon, Rico. Das war ich. Ich hab mit dir gespielt wie mit dem berühmten Fisch an der Angel. Nimm's mir nicht übel. Sloth Demon. Tom Sheldon. Ein Anagramm. Du und deine blöden Wortspiele. Hossa nochmal! Regierungstruppen! Darf ich mir die ausleihen? Kann gar nicht schaden. Okay. Noch ein Versuch. Wir haben Feindaktivität in diesem Sektor. Alle Einheiten! Vorrücken! Okay, so sieht's aus. Präsident Panay plant irgendwas. Irgendwas, weshalb er sich von Uncle Sam abgewendet hat und woanders nach Schutz sucht. Ich musste undercover bleiben, sonst wäre ich jetzt tot. Aber die Bürohengste im Camp hatten Angst, ich hätte die Seiten gewechselt und dich auf mich angesetzt. Mach schon, Kleiner! Schnapp sie dir! Na los! Hier ist eine fette Sau unterwegs, Kimosabe. Da sind einige dicke Fische mit im Spiel. Und das sind definitiv keine Einheimischen. Irgendeine Ahnung, wer? Noch nicht. Und das geht mir auf den Sack. Ich hasse es, die Spieler nicht zu kennen. Ich kenne das Gefühl, mein Freund. Komm mit, Rico! Machen wir diese Clowns fertig! Hossa! Es ist schön, wieder mit dir zu arbeiten, Bruder! Bis jetzt komme ich ja gut voran, oder? Also, das ist ja... Was ist hier? Oh, nee, es war hier lang. Danke. Schade.
Bleib du aber am Leben, Mann. Knapp gewesen. Ich war wohl nicht der Einzige, der dich gesucht hat. Ja, sieht fast so aus, als hätte Baby Panay mich am Arsch. Aber meine Tarnung als weißer Tiger war wasserdicht. Also hat den Typen irgendwer einen Tipp gegeben. Jade Tan? Die arbeitet für uns. Wusstest du das nicht? Ich dachte, sie steht auf meine inneren Werte. Also, wer dann? Ich tippe auf den Schweden. Er ist der Einzige, der wusste, dass ich den meisten Tiger spiele. Carl Blaine. Er ist verschwunden. Und zwar spurlos. Ach ja? Hey, gib mir mal dein PDA. Mann, Rico. Er hat angeboten, ein paar Infos runterzuladen, hä? Huh? Oh. Und hat das Ding verwanzt. Ja, hat wohl ein paar Tricks von uns abgeschaut. Und dann, als ihn die Regierung geschnappt hat... Hat bestimmt gesungen, als sie ihm seinen Schnaps weggenommen haben. Da! Okay, wenn wir wieder mal grillen, dann ohne irgendwelche Störenfriede von der Regierung. Rico, mein Freund, du musst tun, was du immer getan hast. Für Chaos sorgen. Deine Gangsterfreunde arbeiten garantiert mit diesen unbekannten Strolchen zusammen. Also musst du das auch tun. Bald fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Dann wissen wir, wer hinter all dem steckt. Ich? Ich häng meinen Job als weißer Tiger an den Nagel. Sein Job hier ist erledigt. Ich muss wohl weiter die Drecksarbeit der Banden erledigen, um rauszufinden, wer ihre internationalen Hintermänner sind. Selbstgespräche, Rico. Ich habe alles mit Kane und dem Hauptquartier geklärt, Rico. Ich bin wieder sauber. Und jetzt schwing deinen Arsch hierher. Ich habe Neuigkeiten. Genau. Selbstgespräche, ja. Naja, soll er machen. Wenn wir rausfinden wollen, warum diese hohen Tiere hier sind, musst du machen, was du bis jetzt auch gemacht hast. Chaos heißt das Zauberwort. Schüttel den Baum, bis alle Äpfel runterfallen. Dann backen wir Anke Sam eine leckere Panautorte. Mann, Rico, wir sind da an einer großen Sache dran. Hossa, Kleiner. No, also bevor er mich hier weiter... zu Latt und ich hier nicht zum Ende komme, sag mal ciao, bis zum nächsten Mal.